Um einen guten, nachvollziehbaren wissenschaftlichen Artikel zu schreiben, ist eine konkret ausformulierte Fragestellung sehr wichtig. Aber auch wenn die Fragestellung schon existiert, können immer noch Probleme auftreten. Zum einen kann der Betrachtungsbereich der Arbeit zu breit gewählt werden. Dann kann die Fragestellung nur oberflächlich bearbeitet werden. Sie kann auch zu eng gewählt sein oder es wurde eine ungünstige Perspektive verwendet. Es kann auch vorkommen, dass die Fragestellung nicht beantwortbar ist. Dann muss sie um- oder neu formuliert werden. Die Wahl eines Themas hängt sehr von den eigenen Interessen oder Hobbys ab. Als konkretes Beispiel nehmen wir nun das Thema internationale Geschäftstätigkeiten an. Durch den Aspekt international ist es zwar schon eingegrenzt, dennoch würde die ganze Beantwortung den Rahmen der VWA sprengen. Es ist auch noch nicht möglich, eine konkrete Frage zu stellen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um das Thema einzugrenzen. Zum einen kann man ein Thema eingrenzen, indem man sich auf einen inhaltlichen Teil des gewählten Gebiets fokussiert. Dadurch wird der Umfang des Untersuchungsgegenstandes reduziert. Nehmen wir nun als Ausgangspunkt das Thema Kultur, sieht unsere Fragestellung nun folgendermaßen aus: Kulturelle Unterschiede der Länder X und Y im Vergleich. Man kann auch den Begriff kulturspezifische Unterschiede exakt erfassen und auf einen Teilaspekt fokussieren. Unser Thema würde dann nun lauten: kulturspezifische Aspekte bei internationalen Geschäftspartnern. Eine andere Möglichkeit, um sein Thema eingrenzen zu können, ist es, sich auf einen konkreten Aspekt des Themas zu fokussieren, den man auch bei einem anderen Thema betrachten könnte. Dadurch entsteht ein sogenanntes Querschnittsthema. Das Querschnittsthema ist unabhängig vom ursprünglichen Thema und stellt eine Perspektive dar, auf die fokussiert wird, während andere Aspekte ausgeblendet werden. Bei unserem Beispiel ist das Querschnittsthema nun die Ausarbeitung von Sitten, Bräuche und Verärgerungen. Dadurch entsteht das Thema kulturspezifische Do's and Don'ts. Eine Kombination von diesen Eingrenzungsstrategien ist meist die beste Lösung, um auf eine konkrete, bearbeitbare Fragestellung zu kommen. Bei unserem Beispiel kann das nun so aussehen: Kulturspezifische Do's and Don'ts im internationalen Handel anhand der Länder X und Y. Das ursprüngliche Thema ist unverändert geblieben. Allerdings haben wir uns auf ein konkretes Teilgebiet fokussiert. In diesem fokussierten Themengebiet werden nun die Teilaspekte der Kultur anhand von zwei konkreten Ländern gezeigt. Dadurch entsteht eine Perspektive auf die Beobachtungsgegenstände, die klar festgelegt und abgegrenzt ist. Nun kann begonnen werden, den aktuellen Stand der Forschung mit vertretbarem Aufwand zu erheben und eine bearbeitbare Fragestellung zu formulieren.